Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe ja echt gekämpft, ne, mit diesem scheiß Audio-Problem, mit dieser Knackerei und diesem ganzen Quatsch. Ich kann euch das nicht sagen, woran das liegt. Keine Ahnung. Das ist ja wie zu XP-Zeiten damals, ne? Da hatte ich ja auch ein Problem mit dem Ton gehabt. Und da hatte ich aber ein anderes Mikrofon, ihr Lieben. Da hatte ich dieses USB-Mikrofon und jetzt habe ich ja dieses Headset. Und dass beide Mikrofone dieselben Probleme machen, kann ich überhaupt nicht vorstellen. Also, was habe ich gemacht, ihr Lieben? Ich habe den Audiotreiber wieder auf die vorhergehende Version zurück. Ja, gedowngrade nennt man das. Und dann dieses Video, das Endvideo quasi von dem schönen Spiel hier aufgenommen und dann festgestellt, ja, dass die Tonspur futsch ist, ne? Total verrückt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, scheint geklappt zu haben. Also von daher fange ich jetzt diese Geschichte nochmal neu an zu vertonen, nachträglich. Beim nächsten Mal, ihr Lieben, hoffe ich, dass das wieder wie aus einem Guss ist. Aber wenn der Wurm drin ist, ihr wisst das, dann ist der Wurm drin. Ja, da kann ich euch ein bisschen noch erzählen zu dem anderen Video, wo die Knackerei drin war und die ich ausgeblendet habe, beziehungsweise durch andere Musik, tja, aus dem Spiel übertönt habe, damit man diese Knackerei nicht die ganze Zeit auf die Ohren kriegt. Ja, sobald man auf dieser Insel ankommt, ihr Lieben, kriegt man in dem ersten linken Gebäude sein Schwert. Ja, also seine erste Waffe sozusagen. Die ist ja auch bitter nötig. Ihr wisst das mit diesen ganzen Gegnern, die da auf einen zugestürmt kommen. Und die Geschichte kann man später auch noch weiter ausbauen. Das zeige ich euch gleich hier. Also, wenn sich jetzt dieses Männchen da mal in Bewegung gleich setzt. Aber ihr seht schon, ich habe quasi das ganze Spiel, ja, abgegrast, ne? Durch eigentlich, ne? Vom Prinzip alles aufgepowert, was aufzupowern geht, was von den Herzen, wie ihr das seht, ne? Angefangen bis auf alle Items, alle Schlüssel, die Geschichten mit irgendwelchen Jadesteinen, das sind diese vielen in der Mitte da, diese komischen Gebilde und dann diese vier grünen Pötte unten drunter, das sind so, ja, ich glaube, irgendwelche Kristalle oder sowas. Also es gibt auch nur vier davon, gibt auch nur vier Säulen, da werden die Dinger eingesetzt. Und sobald man jetzt quasi hier dieses letzte bekommen hat, ihr seht das gleich, wir hoffen, dass jetzt gleich dieses Männlein anfängt zu laufen, damit auch dieser Ton zu dieser Spur passt. Man kann schon mal, ja, solche Höhlen finden, die ihr hier seht, und da laufen irgendwelche Typen drin rum, ne? Bislang hatten wir im Spiel ja immer nur Tiere und hier laufen irgendwelche Monster oder Typen oder weiß ich, Bewacher oder was auch immer, Mönche rum. Und ihr habt das gerade gesehen, ne? Mit dem Schwert jetzt hier. Ich kann auf Distanz gehen, kann also viel, viel weiter schlagen. Und die Begebenheit hier in diesen Räumen ist, diese, ja, diese Dinge quasi in den Ecken hier, diese Pötte da, das sind so Fackeln oder was, die kann ich auch entzünden, ihr Lieben, wenn ich da mit dem Feuerknopf sozusagen drüber rausche. Ja, was hat das hier gebracht in diesem Part? Da fällt dann normalerweise in der Mitte hier ein Item runter, was man dann auch einsammeln kann. Na, ihr seht auch, ich habe schöne weiße Schuhchen an, was quasi jetzt diese Figur dazu bringt, schneller zu laufen als, ja, vorher noch, ne? Also so sozusagen so Speedschuhe. Damit kann ich mich jetzt schneller bewegen. Und natürlich zu der Waffe sei noch gesagt, dass diese Gegner jetzt mit viel weniger Treffern ins Gras beißen. Ja, übrigens Gras. Mal schauen, ich laufe hier durch die Balustrade. Ihr seht das. Das Gras kann ich jetzt auch wunderbar mit der Waffe, ja, plätten. Und das konnte ich aber schon mit dem anderen Schwert. Man musste eine Art Sense finden. Also das Problem ist hier, dass das Spiel nicht unterscheidet, was man gerade in der Hand hält. Ihr wisst das. Es sieht so aus, als ob man jetzt ein Schwert hätte, aber in Wirklichkeit hat er die Sense bei dem Gras jetzt. Ja, und Bomben gibt es auch, ihr Lieben. Da hatte ich dann diese Höhlen aufgesprengt mit. Und jetzt bin ich auf dem Weg quasi zu so einem, ja, zu so einem Zaun, weil da wollte ich euch auch was zeigen, ne? Man kann diese Flöcke, die da sind, in den Boden rammen mit so einem Hammer oder was auch immer. Und ihr seht jetzt, jetzt stürmen hier in der Endphase nur noch Gegner rum, also nur noch irgendwelche Typen. Und hier, das ist die Stelle, da habe ich dann mit dem Hammer draufgehauen, platt gemacht. Jetzt kann ich da durchgehen, wenn ich das will.
Die Tiere sind weg, ihr Lieben. Jetzt sind auch keine Tiere mehr da. Jetzt sind das alles nur irgendwelche, weiß ich, Satanisten oder was das sein soll. Keine Ahnung. Ja, und die sind natürlich umso lästiger, weil sie ja jetzt an allen Stellen permanent und massenhaft gespawnt werden. Ja, was habe ich noch? Eine Schippe. Ne? Meistens, wie gesagt, kann man irgendwelche Dinge ausbuddeln, ne? Wie zum Beispiel an den Gräbern da. Passiert genauso, als ob man mit dem Schwert draufschlägt. Ne? Macht das, wie gesagt, keinen Unterschied. Und ich habe auch unten rechts bei den Items dieses gelbe Ding, ist ein Kompass. Dieser fängt an zu blinken, falls irgendwo ein Item versteckt ist, was interessant wäre, auszubuddeln. Ne? Also man kriegt da eine optische Anzeige. Aha, hier ist was in der Nähe. Da musst du mal ein bisschen suchen. Und dann fängt man an, die Gegend abzusuchen. Und ja, dann irgendwann findet man das Ding auch. Items können, ja, meistens sind sie versteckter bei den Grabsteinen. Aber es gibt auch welche, die im Gras sind zum Beispiel. Ne? Da liegen auch schon mal so Dinge rum wie ein Schlüssel oder irgendwelche Jadesteine zum Beispiel. Die habe ich da auch schon entdeckt. Nur keine Herzen. Herzen gibt es da nicht. Dafür sind nach wie vor die Gegner zuständig. Ne? Die muss man dann platt machen und irgendwann hinterlassen die dann auch wieder ein Herz und so weiter. Ne? Aber es ist jetzt quasi nur, ja, wie soll ich sagen, einfach so diese Geschichte, die zum Spiel gehört, die Spielmechanik. Und ja, im Grunde kann man sich das ganze Spiel so vorstellen, dass man auf der Suche ist nach dem nächsten Item, was einen Bereich erschließt und öffnet, wo man vorher nicht reinkommen konnte zum Beispiel. Ne? Vom Prinzip ist das halt so. Man grast alles ab und dann ergeben sich die Möglichkeiten von selber, wie zum Beispiel, wenn man die Bombe gefunden hat, dann kann man ja irgendwelche losen Steine sozusagen in Felswänden wegsprengen. Wenn man den Handschuh hat, dann kann man zum Beispiel dieses heiße Teil einsammeln, was im letzten Video nicht ging, wo der sich beschwert hat, ne, Audi Burns, ne, ihr kennt das noch, die Sachen kann man dann einsammeln und so geht die ganze Geschichte nahtlos sozusagen recht linear weiter, ne. Diese Welt ist natürlich frei, ne, man kann sich da frei bewegen, aber halt die, ja, die Story oder der Fortgang ist halt ziemlich linear, ne, man findet irgendwelche Dinge. Und dann kann man mehr Fähigkeiten einsetzen und findet dann wieder andere Bereiche und so weiter und so fort. Und dann irgendwann ist man an dem Punkt, wo ich jetzt hier bin. Das hat eigentlich gar nicht so lange gedauert, ihr Lieben, bis ich an diesem Punkt bin. Irgendwann hat man halt ein Status-Level erreicht, wo die Sachen einfacher werden. Ne? Also je mehr Fähigkeiten man hat, desto einfacher wird auch das Game und auch das Gameplay. Auch wenn es jetzt im Moment ziemlich hektisch aussieht und ganz viele auf uns zugestürmt kommen. Aber im regulären Modus ist das ja nicht so. Ne? Jedenfalls nicht so extrem. Ja? Also Gegner werden immer gespawnt, ist klar. Aber das ist jetzt hier deswegen, weil ich alles eingesammelt habe und jetzt das Spiel nochmal alles sozusagen an schweren Gegnern ins Feld wirft, um mich aufzuhalten bzw. meine Energie zu dezimieren. Ja, wohin bin ich jetzt unterwegs, ihr Lieben? Ihr erinnert euch noch an diese Steinkreise, ne? Die Steinkreise sind quasi der Schlüssel jetzt zum Ende. Es gibt ja 3 Stück davon und ich kann euch verraten, 2 davon sind Fake, ne? Da verliert ihr quasi nur eure Energie, wenn ihr diese Geschichten aktiviert. Und hier der ist der echte, na, das kannst du ja verraten. Man aktiviert ihn und dann beginnt quasi die Endsequenz. So, das wollte ich eigentlich loswerden. Ich halte jetzt meine Klappe bzw. nehme jetzt nicht weiter auf. Ich würde sagen, genießt das Ende, ne? Und wir sehen uns dann ja nächste Woche bei einem anderen Spiel wieder. Und ich hoffe dann, dass dann die Technik auch besser wieder funktioniert. Ne? Muss ja irgendwo dran liegen. Und naja, ich bleibe da wie gesagt am Ball und fummel dann so lange, bis es funktioniert. Ne? Ist ja immer was Neues. Alles klar, ihr Lieben. Ich wünsche dir Frieden. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.